So langweilig der Ort irgendwie. Man läuft durch und läuft durch und läuft durch. Halten Sie Ihre Position. Okay. Und ich bin voll. Alter, das sind jetzt echt viele. Entfernungsangriff ist praktischer so. Einer ist da explodiert. Durch die kleinen wenig ausmerzen. 5 Muni. Uiuiui. So. Ja, geht eigentlich noch klar. Ah, jetzt kommen wieder die Asozialen. Die, die mehr wollen als nur einmal Liebe. Und die kriegen sie. Hart in. Oh, es ist schon offen. Leben ist voll, bringt es also nichts da reinzulaufen. Die Flats sind zu gefährlich, um sie einfach so freizusetzen. Womöglich müssen wieder Massensterilisierungen durchgeführt werden. Natürlich wurden nach dem letzten verheerenden Ausbruch Proben zu Studienzwecken aufgehoben. Diese Entscheidung war womöglich ein Fehler. Na, ja, das war wohl ein Riesenfehler. Ein riesengroßer Fehler. Oh. Gut, langsam fängt er an zu nerven, aber ich finde ihn irgendwie lustig. Er wirkt auf mich wie der letzte Kackspast. Wie Julian. Meins. Gehen wir nochmal einen Schuss drauf. Verreckt da oben. Alter. Nicht sterben, meine ich. Ah, nimm mal die Tube-Waffe gleich mit. Lappen. Ein richtiger Lappen, der Typ. Bumm. Jetzt machen wir was anderes. Jetzt mal warten und ballern sie dann erst alle weg. So. Ah, die kommen also so einfach hervor. Pam! Klatsch gegen die Wand, Alter. Wie so eine Fliege, die gegen die Wand geklatscht wird. Alter, mit der Fliegenklatsche erwischt wird. Pam und weg. Peng, voll in die Fresse einfach nur. So wie es bei denen gehört. Die Viecher haben es nicht anders verdient. Ist das eine Schrotze? Nee. Das ist eine Schrotze. Das ist eine Schrotze, 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 Schrotze. Nee. Lassen wir die lieber leben, obwohl. Ich gehe mir danach auf den Piss. So. 2 Muni verschwendet dafür. Diese Einrichtung wurde errichtet, um die Flood zu erforschen und einzudämmen. Das Überleben der Rasse hing von ihr ab. Es freut mich, dass einige überlebt haben und sich fortpflanzen konnten. Es freut ihn, dass die Flood da ist. Ich finde das irgendwie scheiße von dem. Oh, es ist immer so gleich. Oh, wow, 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 wow. Junge. Pam. Pam. Uiuiui. Da hätte ich nicht nachladen sollen. Alter, hör auf damit! Alter, tut der weh? Tut der auch? Lieber nicht so nah dran zu zielen, ist, glaube ich, sehr ratsam. Ah, Schrotze, Schrotze, Schrotze. Pam. Pam. 12 Schutz für Schrotgeweih gesammelt. Gut. Hier bringt uns nichts die Kackwaffe hin. Weg mit der Tube-Waffe. Hier ist Tube also richtig scheiße. Wow. So, Paddy. Der hat Paddy gemacht. Ah, ich bin ein Genie. Lol, ach, Menno. Lol. Ich weiß gar nicht, wie wir Tore wischen durchgemacht haben. Ein paar bestimmt. Oh, hallo.
So, was ist hier los? Leben. Ich werde die Sicherheitsverriegelung deaktivieren. Warten Sie hier. Was? Sicherheitsverriegelung? Ja, gute. Hehe, die Musik ist ja jetzt schon toll. Das heißt, wir haben jetzt hier Gay Party mit ganz vielen Gegnern. Ah, ja, genau. Weil ein enger Raum einfach geiler ist, ne? Eingeengt und so. Eingeengter Sex ist richtig geil, ja, Mann. Boah. Gönn mir. Bam, Junge. Weg, Alter. Lad schneller nach, Junge. Alter. Ich werde die Sicherheitsverriegelung deaktivieren. Warten Sie hier. Wir geben so krass auf die Fresse, hey. Okay. So, eine Granate hinballern. Also ich camp mich jetzt aber mal fest. Wenn ich mich festcampe, dann kriegen die ganz kleinen Viecher mich ganz oft. Alter, wie die Damage machen die Kackviecher. Die kleinen Viecher nerven megamäßig. Und ich hab das Ding schon genommen. Ich bin ein Genie. Okay. Nee, da hinzustellen ist, glaube ich, noch schlechter. Ich spiele jetzt wenig mehr mit Granaten. Weil er die kleinen Viecher jetzt aber auch mehr ab. Alter, fuck, lad nach. Weg mit euch, weg mit euch. Okay, nachladen, 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 nachladen. Schnell, 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 schnell. Boom. Boom. Ist nur dir? Komm nochmal. Boah, ich kotze den gleich im Strahl ins Gesicht. Alter, mein Leben geht so krass runter. Der Mann hat mir mit der Schrotze in die Fresse, hey. Da war noch einer. Boah, Alter. Alter, einen Hit kassiere ich noch und dann bin ich. Ich werde die Sicherheitsverriegelung deaktivieren. Scheiße, ist das schwer. Scheiße, ist das schwer. Einmal da rein. Einmal da rein. Dann haben wir schon mal ein paar weniger. Oder? Ja, es sind gleich 6 Stück, die da rauskommen. Irgendwie mein Schild protecten. So, ich lade jetzt erstmal schon mal nach, dann ist es schon mal gemacht. So. Also die, die schießen, die muss ich unbedingt dodgen. Und ich muss auf jeden Fall oft nachladen. Kleinen Viecher, Alter, die müssen auch ausgemerzt werden, so schnell es geht. Alter, wie der mir gegeben hat, instant, hey. Ficken, ficken, ficken. Das ist echt nicht einfach. So, wieder kleine Pause. Klein wegballern. So, jetzt geht's aber richtig ab, glaube ich. Das habe ich selbst getroffen, glaube ich. So, eine normale Granate. Ja, läuft bis jetzt ganz gut. Noch habe ich Schild und Leben voll. Ja, nicht riskieren. Wir bleiben lieber hinten. Friss, Alter. Friss die Scheiße, hey. So, ah, Tür ist offen. Renn, renn, Junge. Renn, Junge, Alter. Renn. Waren wir doch zu viele. Weg, ey. Weg mit dir. Na gut. Bleiben Sie in der Nähe, die Zeit drängt. Party, Alter, Pimmelparty, kommt alle auf mich zu, ja genau. Pam, pam. Sind halt schon krass angepasst, dass sie halt auch die Schusswaffen nutzen können.
What? Hinter mir? Oh, hallo. Okay. Den Aufzug. Fixer. Richtiger Kacklappen, ey. Vierter Stock. Werkzeug. Schlüssel. Nee, Werkzeug, Waffen, Schlüssel für Superwaffen. So, ich bleib jetzt hier. Weg mit denen. Den komischen Roboter übernehmen den Rest. Habe ich gerade zwei Stück gehittet? Sehr nice. Säcke, ey. Nervenvoll. Nicht meine Freunde angreifen. Dann lieber mich. Denn meine Freunde helfen mir. Ich kann rumlaufen. Und ich bin nicht blöd und die schon. Ich mal hier Granate benutzen. Und dann läuft er auf mich zu und ballert mir auch gleich einen rein. Money, money, money. Hm, andere Waffe. Nee. Und die andere, die blaue. Du hast das nicht verdient zu leben, Alter. Und hier mit den Schusswaffen, die machen so viel Schaden, ey. Also mit den analogen Schusswaffen. Obwohl. Also ich meine aber die Schusswaffen mit Munition und nicht Plasma-Ship-Zeugs-Teil da. Guck erstmal nach, vielleicht liegt da irgendwo Leben. Leben? Leben! Bist du? Ach ja, ich bin ja Gamer, wir haben kein Leben. Ich bin ein Genie! Ah, geht weg von mir. So, weg. Boom. Lass die Scheiße. Lass den Eiter raus. Aus dem Pickel. Leben! Und Gegner. Passt dich so zusammen. Der nervt halt mit der MG, hey. Der nervt damit einfach nur. Soll ich mal verpissen? Keiner will den. Nicht mal seine Mom will den. Ah, weg. Weg mit dir. Ach, kommt schon. Schmeißt er sich auf den Boden und macht rum, Alter. Mann, da kommen immer mehrere Ladungen. Boah, Alter. Ist wieder irgendwie brenzlig. Und doch wieder ganz viele geworden. Pistole mag ich auch nicht. Ich will, dass die gar keine Waffe. Oh, der hat eine Schotze. Hey, Sturmgewehr-Heinis, die hasse ich am meisten, weil die einfach richtig Damage machen. So. Tot, Alter. Tot.
Gegen die Viecher habe ich einen richtigen Hass, ey. Ja, war so klar, dass das Ding nicht tot ist bei sowas. Lol. Leben! Ah, ich brauche kein Leben. Doch kein Leben! Gamer has no life. Life mit EIF. Lauf ich da zurück? Nee, nee. Oh ja. Ich laufe auf keinen Fall zurück. Viel zu viele rote Signaturen auf der Karte gerade eben gewesen. Die Flats sind schon dabei, ihr Schiff zu reparieren. Ihre parasitische Natur täuscht über ihre Intelligenz hinweg. Ja, intelligent. Naja. Na gut, sie können Schusswaffen verwenden. Weg mit dir. Alter! Ich frage mich echt, woher die kommen. Spawn auf mir drauf. Hinter meinem Rücken. Andere Waffe. Andere Waffe. Nimm halt die Waffe auf. Kompetenter Bastard, ey. Wuhuhu, Party! Party! Sagt mir leider Bescheid, dass hier geht, Alter. Da brauche ich ein wenig, wenig Raum für mich selbst. Hier bin ich lieber einsam, als dass da die ganzen Viecher rumrennen, mich umbringen wollten. Die Schrotze gelandet. Hier. Verpisst euch! Verpisst euch mehr! Ganz easy. Ah, mein Gott, ey. Ich das hasse, wenn die da angreifen mit ihren Waffen, ey. Könnte ich im Strahl kotzen. Ich würde übrigens sagen, habe ich letztens gesehen, wie einer im Strahl gekotzt hat, ne? Boah, ich fand das mega lustig. Mit der richtig, habe ich ja gar nicht mehr gekriegt. Das sah richtig lustig aus. Weißt du, hältst du auch mal die Hand vor den Mund und pam, kam da raus. In dem Moment hat man gar nicht einmal da, weißt du, redet noch mal kurz mit dir und dann pam, kommt auf einmal hier die Sülze raus. Ich öffne einen neuen Friedhof hier. Seid herzlich willkommen. Ne, da hinten nicht hier. Weiter hinten. Lappen, ey. Versteht's nicht, Leute. Ihr verreckt, wenn ihr herkommt. So einen Lebensbalsam habe ich auch noch nicht entwickelt oder sowas. Schieß doch! Alter. So. Ah, die spawnen. Na, mein Friedhof wird wohl doch nichts. Ah, dann rush ich jetzt aber mal durch, oder? What the fuck? Das ist jetzt ein Scherz. Kacklappen. Boah, das sind echt viele. Oh, hallo. Oh, hallo. Ja, deine Mom, Alter. Geh's aber hier hin. Fick alle, die um die Ecke laufen. Ihr wisst nicht, wo ich bin. Ich verrat's euch nicht. Denn ihr seid die Flat. Ihr seid Lappen. Freudige Lappen. Bumm! Fliegt an mir vorbei. Fliegt an mir vorbei. Und zerfallt zu Brei. Na, das geht ja eigentlich doch klar. Na gut.
lieber doch hinter der Ecke. Ich warte auf dich. Du Süßer. Du Süßer. Geh doch ganz schön zur Hand. Alter. Aua. Nein. 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 Nicht schießen. Fuck, Alter. Oh, das ist knapp. Pam. So, jetzt aber. Geh mal nochmal einem geben, bevor er dann nochmal aufsteht. Oh oh. Oh, jetzt hör mal auf damit, Alter. Ich hab keinen Bock mehr auf die Viecher. Lach nicht so. Wir haben hier viel dich fick ich auch noch. Lol. Willst du mich verarschen? Das ist jetzt ein Scherz, oder? So, wieder da. Ja, vielleicht habe ich irgendwie einen. Der eine oder der andere hat es vielleicht rausgehört, dass sich die Einrastfunktion von Windows aktiviert hat und Halo abgestürzt ist. Yay! Ich habe die Stelle gerade eben nochmal machen müssen, deswegen habe ich ein klein wenig mehr Leben. Ich habe keine Ahnung, wo wir lang müssen. Ich glaube, da hinten einfach hin. Ja. Es geht auf jeden Fall weiter. Natürlich, ey, kein Thema. Ich mache auf jeden weiter. So, was ist das hier? Ein Aufzug. Die Energieschranke um den Index wird deaktiviert, sobald wir das Erdgeschoss erreichen. Das ist also der Index, alles klar. Sie haben jetzt Zugriff auf den Index. Ich nehme den Index während des Transports an mich. Organische Lebensformen sind für Infektionen anfällig. Der Index darf nicht in die Hände der Flat gelangen, bevor wir den Kontrollraum erreichen und die Einrichtung aktivieren. Okay. Die Flat breiten sich aus, also Tempo. Licht aus. Ist jeder Organismus, der genug Masse und kognitive Fähigkeiten hat, ein potenzieller Überträger? Stimmt etwas nicht? Nein. Nein. Gut, wollen wir? Oh, hallo. Leider hat sich meine Nützlichkeit nun erschöpft. Das Protokoll gestattet es Einheiten meiner Klasse nicht, eine so wichtige Aufgabe wie die Vereinigung des Index mit dem Kern auszuführen. Dieser letzte Schritt ist der Ihre, Reclaimer. Merkwürdig, das ist sehr unerwartet. Ach, wirklich? Cortana! Ich war die letzten 12 Stunden hier drin und habe zugesehen, wie sie diesem Ding helfen, unser Grab zu schaufeln. Er ist ein Freund. Oh, das war mir nicht klar, ein Kumpel. Sehr schön. Ist Ihnen klar, wozu er Sie beinahe gebracht hätte? Ja, zum Aktivieren von Halo und Vernichten der Flood. Dazu haben wir den Index in den Kontrollraum gebracht. Im Ernst? Eine künstliche Intelligenz im Kern? Das ist völlig inakzeptabel. Klappe halten! Wie unverschämt! Ich werde sie löschen! Vielleicht keine gute Idee.
Wie können Sie es wagen? Wagen? Ich habe den Index. Und jetzt die Leine. Genug. Die Flood breiten sich aus. Wenn wir Halo aktivieren, löschen wir sie aus. Sie wissen nicht, was der Ring tut, stimmt's? Wozu er gebaut wurde. Halo tötet nicht die Flood, sondern ihre Nahrung. Menschen, Allianz, alles. Wir sind alle essbar. Die Flood stoppen nur, wenn sie keine Nahrung haben. Und genau dafür sorgt Halo. Die Auslöschung allen empfindungsfähigen Lebens. Fragen sehen, los! Stimmt das? Ungefähr. Technisch gesehen hat der Impuls einen Wirkungsradius von 25.000 Lichtjahren. Da die anderen folgen, gibt es in der Galaxis kein Leben mehr. Zumindest kein Leben mit genügend Biomasse, um die Flood zu ernähren. Aber das war Ihnen ja klar. Oder etwa nicht? Da fehlte wohl ein Detail. Wir haben die Eindämmungsvorschriften genauestens befolgt. Sie haben mich bei jedem Schritt durch diese Krise begleitet. Chief, ich orte Bewegungen. Warum zögern Sie? Sie haben es doch schon getan. Wir müssen weg. Sofort. Letztes Mal fragten Sie mich, was würde ich an Ihrer Stelle tun, wenn ich die Wahl hätte? Meine Antwort lautet nach wie vor. Es gibt keine Wahl. Wir müssen den Ring aktivieren. Wir müssen weg. Wenn Sie nicht helfen, suche ich mir einen anderen. Ich benötige den Index. Geben Sie mir die künstliche Intelligenz oder ich muss sie mir nehmen. Kommt nicht in Frage. Ganz so süß. Sei es. Ganz, ganz Kopf süß. Aufbewahren, Rest beseitigen. Achtung! Alter, what? Gegen Drohnen kämpfen. Ah, easy. Mit Zielsucher. Na, ah. Das war jetzt der Illuminat nicht so schwer. Darf Halo nicht aktivieren. Wir müssen ihn stoppen. Wir müssen Halo zerstören. Okay. Nach Analyse der verfügbaren Daten glaube ich, dass die beste Vorgehensweise etwas riskant ist. Eine ausreichend starke Explosion wird den Ring destabilisieren und ein paar Primärsysteme lahmlegen. Doch die Detonation muss auf jeden Fall stark genug sein. Es dürfte ausreichen, wenn die Fusionsreaktoren eines Sternschiffes den kritischen Zustand erreichen. Aua! Ich werde prüfen, was vom Gefechtsnetz der Allianz noch übrig ist. Mal sehen, ob ich die Absturzstelle der Pillar of Autumn ausmachen kann. Wenn die Fusionsreaktoren des Schiffs noch brauchbar sind, können wir sie benutzen, um Halo zu zerstören. Bumm! Nein. Ich werde prüfen, was vom Gefechtsnetz der Allianz noch übrig ist. Mal sehen, ob ich die Absturzstelle der Pillar of Autumn ausmachen kann. Wenn die Fusionsreaktoren des Schiffs noch brauchbar sind, können wir sie benutzen, um Halo zu zerstören. Ah, gut, die kämpfen also auch gegeneinander. Gut, dann gucken wir da mal zu. Okay. Bam, Junge. Friss, Alter. Friss, friss, friss. Stört dich gar nicht, ne? Ich tüte dich ein. Ist aber nett. Weg mit dir. Explodier. Fickvieh, Alter. Ach ja, ach ja. So, Kontrollpunkt abgeschlossen. Und Leute, tja, damit würde ich sagen, diese Tür bleibt für diese Folge leider noch verschlossen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke fürs Zuschauen.